Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Ich muss sagen, ich freue mich tierisch, dass wir weiterspielen können. Heute geht es Richtung Geisterbaum. Die Frage ist nur, wo lang? Müssen wir wieder hoch? Wir sind tatsächlich auf der gleichen Stelle, wie wir vorher waren. Ach so, wenn wir speichern, kommt diese Flamme. Und in dieser Flamme können wir unsere Fähigkeiten ändern. Das ist richtig gut gemacht. Und interessant noch dazu. Wir können teilweise die Bäume hochklettern. Aber nur teilweise. Die Frage ist, wo sollen wir hin? Etwa zurück? Wir haben eine Karte. Oh, das ist unser Ziel. Das ist mal richtig geil gemacht mit der Karte. Jetzt können wir nach oben. Ah. Zumindest müssen wir uns jetzt nicht bemühen, da hochzuspringen. Ist auch nicht schlecht. Jetzt wissen wir zumindest, was da war. Wir können die Dinger zerstören. Ach, jetzt sind die plötzlich böse, die Dinger? Okay. Okay. Ich habe hier immer kurz das Spiel gespeichert. Vorsichtshalber. Ich glaube nicht, dass das Wasser so gut für mich ist. Warum gibt es plötzlich so viele Geschöpfe, die mich töten wollen? Oh, Mana. Dankeschön. Ach, wir können hier hochspringen. Wie cool. Holy. Ach so, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich einen Fähigkeitspunkt bekomme. Was ist das? Geisterportale sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Drücke X, um dieses Geisterportal zu aktivieren und dein Spiel zu speichern. Hier können wir auch das Spiel speichern. Ich würde aber gerne da hoch. Wieso kann ich da nicht hoch? Huch. Achso, ich hab gespeichert. Ich Depp. Mein Mana kriege ich jetzt nicht zurück, oder? Doch. Deswegen hat das B die ganze Zeit nicht funktioniert. Weiß? Nein, nein, ich will da gar nicht hin. Ich will da hoch. Nun gut, wir kommen zurück, sobald wir es können. Ich finde es cool, dass die einen Jump'n'Run gemacht haben, indem man die Gegner totschießen kann. Das ist echt faszinierend. Normalerweise bist du derjenige, der sich gar nicht wehren kann, außer den vielleicht auf den Kopf zu springen. Aber jetzt, plötzlich, können wir uns wehren. Kennen wir ja schon von letzter Folge, dass wir hier hochkommen. Hey, wieso lebt ihr noch? Das ist aber nicht so nett. Ach, wir haben... Ach, wir sind hier aufgestiegen ein Level, ne? Wir hätten Fähigkeitspunkte investieren können, aber egal. Das können wir gleich immer noch machen. Achso, halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen. Ah. War da hinten vielleicht auch so ein Stein? Ich kann mich nicht erinnern. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig sind. Was sind nun schon wieder Geisterschlüssel? Geisterschlüssel, sag ich schon. Geistertore. Moment. Okay, hier können wir nicht hüpfen. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein, um den Geisterbaum zu erreichen. Müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt.
Also doch da hoch. Ich dachte, das wäre vielleicht hier ein Geheimgang gewesen, aber nein, war es nicht. Ach, der lebt wieder. Da müssen wir jetzt aber vorsichtig sein. Ah nein, ich wurde getroffen. Schade. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Den können wir von hier aus easy platt machen. So, das nehmen wir alles ein. Haben noch einen Geisterschlüssel und können dann, glaube ich, jetzt da rein. Aber ich möchte gerne noch vorher gucken, ob da hinten noch irgendwo eine Möglichkeit ist, da hinzukommen. Zum Beispiel darauf. Wie soll man darauf kommen? Ohne einen vielleicht größeren Sprung zu wagen. Ich habe gerade noch ein paar Knöpfe ausprobiert. Aber scheint sonst nichts zu gehen. Hier ist auch nirgendwo ein Stein. Ich kann auch nicht springen. Aber wir können kurz einen Skillpunkt verwenden. Wir könnten, lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Das ist ja die meisten. Höchstwahrscheinlich bedeutet das, dass die einsammelbaren, also die Rare Items, wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Aber ich weiß es nicht. Die Frage ist, selbst wenn wir jetzt dadurch drei Flammen abfeuern können, heißt das, wir haben eine größere Cooldown? Was haben wir denn hier noch? Kartenmarkierung, achso. Vitalitätseffizienz. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Lässt Fähigkeitszellen auf der Karte anzeigen. Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Energiezellen werden auf der Karte angezeigt. Ermöglicht es Ori, durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Also ich denke mal, dass das hier sehr gut zum Erkunden ist. Das hier ist wahrscheinlich zum Verteidigen. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Nicht schlecht. Halbierte Kosten der Stichflamme. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebensbalken wieder her. Ermöglicht es Ori, im sauberen Wasser zu atmen. Halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Das bedeutet nichts anderes, dass wir sogar irgendwo einen Doppelsprung bekommen. Wie wir da unten auch sehen, erfordert Doppelsprung. Das heißt, später haben wir einen Doppelsprung und kommen dahin. Das ist interessant. Aber trotzdem wollen wir den Punkt investieren. Und zwar packen wir ihn rein in... Jetzt wird's spannend, Freunde. Flammensalbe. Ich denke mal, das ist eine gute Wahl. Ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich da keinen Unterschied. Naja, gehen wir erstmal weiter. Ich denke mal, wir kommen hier zurück wegen dem Doppelsprung. Man sieht, da oben geht es weiter. Ja, das heißt, wir gehen wahrscheinlich hier runter. Und dann kriegen wir einen Doppelsprung. Oh Gott, nein. Oh, ich vergesse das jedes Mal, dass er wiederkommt. Ah, ist natürlich um einiges effizienter, muss man schon sagen. Ich töte die jetzt einfach nochmal aus Erfahrungsgründen, damit wir dann nachher ein bisschen mehr haben. Und hier war so weiter nichts, ne? Ja, da oben ist der Gang, den ich schon erwähnt hatte. Nee, jetzt gehen wir da erst lang. Huch. Was ist denn gerade so ein Wegweiser. Hohlhain. Geisterhöhle. Hohlhain. Ich glaube, wir sollten durch die Geisterhöhle gehen, ne? Hatte sie irgendwie so erzählt. Au. Okay, am besten versucht man über diese Jungs nicht drüber zu springen, sondern unter sie hindurch zu gehen. Ich denke mal, das ist die richtige Taktik dagegen.
Oh Gott. Ich hab dich nicht gesehen, sorry. Ja, wieso entschuldige ich mich? Und wir brauchen 2 Schlüssel wieder. Hoffentlich finden wir sie. Hoffentlich haben wir schon die Fähigkeit. Hey, hey, nein. Nein, hey. Wie fies war das denn? Das war ja richtig gemein. Ich habe das gar nicht gesehen. Also ich hab den Gegner schon gesehen, aber... Ich habe nicht gesehen, wie weit er war, wie groß der war. Naja. Zum Glück geht das recht schnell, da hinten hinzukommen, wie er mir gerade eben erst gespeichert. Sorry, ich vergesse dich jedes Mal. Huch, das hat mich gar nicht getroffen. Welch ein Wunder. So, gehen wir hier rein. Somit wissen wir schon mal, wenn wir sterben, laden wir tatsächlich das Spiel. Bei einigen Spielen ist das ja so, dass man einfach nur an dieser Stelle wieder respawnt und alles andere ist gleich geblieben. Aber tatsächlich hatten wir doch unsere Schlüssel. Wir müssen hier nochmal durchgehen. So, das war's mit ihm. Dich habe ich nicht vergessen, Kollege. Und dich unten auch nicht. Na gut, das war eher unnötig. Ja. Das Leben bleibt liegen, das ist gut. Oh. Was warst du denn? Wieso hast du keinen Schaden gemacht? Derzeit ist das echt noch so, dass ich noch verwirrt bin, wer Feind und wer Freund ist. Gut, wir müssen hier sowieso überall lang, weil hier wahrscheinlich die Schlüssel über versteckt sind. 2 brauchen wir heute wieder. Oder im Moment. Da würde ich gerne ungern wieder runter. Ich muss wahrscheinlich. Ich muss. Ja, hier komme ich nicht mehr hoch. Wir müssen runter. Okay. Das ist also auch unser Feind. Eigentlich können wir uns merken, dass alles und jeder unser Feind ist. Die Seelenverbindung ist bereit. Gut, dann speichern wir hier gleich nochmal kurz. Weil wir sowieso ziemlich lebenstechnische Probleme haben. Huch. Ich erschrecke mich jedes Mal, ne? Ah, jetzt sind wir schon runtergesprungen. Das ist ja gemein. Naja. Gut. Wir warten noch. Wir haben es ja nicht eilig mit den Punkten. Wir müssen sie ja nicht sofort ausgeben. Wir können warten. So, jetzt haben wir wenigstens unser Leben zurück. Und da oben war etwas. Habt ihr es gesehen? Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Ich kann es euch gerne nochmal demonstrieren da. Aber wie zu... Ja. Wie kommen wir da hoch? Es gibt mehr von meiner Rasse. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt nähere und spüre das Licht von Phil, dem Geisterin. Ah, wir kriegen seine Fähigkeit. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von... Ich weiß gar nicht, was das für eine Taste ist. Links wahrscheinlich. Zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Ja, das wird wahrscheinlich die G-Taste sein. Und wie cool wir uns im Wasser widerspiegeln. Guckt euch das an, wie geil das ist. Das ist einfach so genial, das Spiel.
Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. So, ich denke mal, wir gehen zuerst auf Schaden. Bevor wir dann später auf Erkunden gehen. Vielleicht sogar noch vorher ein bisschen Verteidigung. Aber gut. Was heißt wiederholt? Ermöglicht, achso, das Erneute. Ich dachte schon, das Wiederholte. Nee, erneut heißt wahrscheinlich zweimal, können wir insgesamt abspeichern. Wir gehen aber als allererstes mal auf die Geisterflamme. Wir können jetzt also Wände hinaufklettern. Das ist aber noch nicht der Doppelsprung, den ich möchte. Vielleicht bekommen wir den hier noch. Aber das... Danke. Aber das ist schon nicht schlecht. Ich würde da gerne hochgehen. Ach, das sind meine Fähigkeiten. Statistik. Wir können insgesamt 15 Mana-Kristalle haben. 12 Lebenskristalle, also Balken quasi. Und wir haben da unten Weltereignisse und Fähigkeiten. Was da oben rechts ist, weiß ich. Ach, Tode. Wir haben 6 Tode insgesamt. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Oder? Nein, das ist schlecht. Ich glaube, wir können sagen, dass es schlecht ist. Ich möchte gerne noch was ausprobieren. Können wir hier hochklettern, ne? Und hier weiterklettern, können wir das? Nein. Schade. Aber gut, dann müssen wir hier später zurückkommen, um diesen Energiekristall einzusammeln. Ah, diesmal vergesse ich dich nicht, Dude. Diesmal nicht. Nicht mit mir. Ja, der Schaden ist dezent gestiegen. Ach Mist. Aber egal, ich habe mich wieder geheilt. Alles ist gut. Aber mein Speicherding ist, Seelenverbindung ist weg, den wir hier liegen gelassen hatten. Ach, deswegen bist du da. Ich verstehe. So, ich möchte gerne hier hoch, aber das geht noch nicht. Schade. Die meisten Sachen gehen einfach noch nicht. Ach so, du warst der Gegner, den ich getötet habe. Oh, dieser Schatten, ne? Was seid ihr? Wahrscheinlich kann ich euch momentan noch ignorieren, bis auf den letzten. Der steht mir ein bisschen im Weg, aber kleinen Moment noch. Ich bin der Rätselmeister, Freunde. Ich kenne mich aus in solchen Spielen. Ich weiß, was für Schweine Entwickler sein können. Sollen wir den Stein hier bewegen? Ja, müssen wir. Dann tun wir das auch einfach mal. Oder versuchen es zumindest. Ah, das dürfte eng werden, aber wir kriegen das hin. Oje, 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 oje. Knappe Angelegenheit. Aber egal, wir haben es geschafft. Und damit haben wir den ersten Schlüssel. Und mit dem ersten Schlüssel endet auch die Folge für heute. Es ist immer noch wunderschön, also ich muss sagen, so viel Spaß bei einem Jump'n'Run hatte ich schon lange nicht mehr. Es hat echt Innovation, muss man schon so dazu sagen. Ich meine, guckt euch diese Fähigkeiten an. Wir können angreifen, wir haben Fähigkeiten, wir haben Weltereignisse, wir haben Statistiken, die uns alles einzeln aufweisen. Gut, ich gebe zu, es gibt Spiele, die das auch haben, aber nicht so, wie es hier alles zusammen kombiniert ist. Ich finde es fantastisch und ich freue mich auf morgen auf eine neue Folge von Ori and the Blind Forest. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin euer Zero. Haut rein, euer Zero. Tschüss.